Herzlich willkommen zurück bei GNP One TV. Neben mir Sebastian Rückholz, der gerade den Unentschieden gegen Hassan Sarri erkämpft hat. Wie fühlst du dich nach dem Kampf? Ja, eigentlich gut. Ein paar Reserven waren noch da. Ich wollte mir die halt aufheben, weil er ziemlich groß ist und stark für einen Amateur. Ja, Unentschieden kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Ich denke mal, das haben sie gemacht, damit ich hier nächstes Jahr wieder herkomme. Also eigentlich fand ich, dass ich vorne war. Aber gut, für mich ist Kämpfen der Sieg. Und was soll ich sagen? Also ich bin für mich fit eigentlich. Ich werde morgen früh auch joggen gehen. Ist alles in Ordnung. Denkst du, dass du in der ersten Runde auch schon nach Punkten vorn gelegen hast? Weil du bist in der zweiten Runde sehr hart reingekommen. Ja, in der ersten Runde hätte man unentschieden können. Zweite hatte ich eigentlich klar gewonnen. Hat jetzt auch jeder gesagt, der mich beglückwünscht hat. Ja, warum die Punkte da so entschieden haben, kann ich nicht sagen. Im Endeffekt ist mir das doch egal. Ich habe es für meine Freunde gemacht, für meine Sportjungs, für meinen Vater, der kürzlich verstorben ist. Die Kraft hatte ich von ihm mit bei ihrem Ring. Ja, von daher ist mir das egal. Ja. Basti, das war natürlich auch sehr eindrucksvoll vor heimischer Kulisse, dass alle deinen Namen gerufen haben. Wie hat sich das angefühlt? Hat sich das nochmal wahnsinnig gepusht? Um ehrlich zu sein, habe ich es nicht gehört. Ich habe nur die Stimme auf meinen Coach, auf André Fischner, der mir alles beigebracht hat am Boden, von dem ich es Grund drauf habe. Das ist ein super, super Trainer, super Typ, super Vater. Und also nicht meiner, ist ja klar, aber so ein guter Familienvater, ist halt ein super Typ, ein cooler Trainer und ich bin super stolz, dass ich das hier so gut gemacht habe. Ja. Ich denke auch, du kannst stolz darauf sein. Wie wird es jetzt weitergehen? Wann sehen wir dich wieder? Es war natürlich ein guter Kampf, ich bin gespannt. Ja, nee, ich habe versprochen, dass ich es nicht mehr mache. Dass, man sagt immer, ich mache es nicht mehr, weil die ganze Vorbereitung und dieser ganze Stress und so und die Zeit, die man nicht mit seiner Familie verbringt, jetzt auch kürzlich schmerzlich erfahren, die ist einfach zu viel wert, ja, für so ein Zeckmeck hier, für so ein Theater. Ich meine, klar, es ist sportlich alles schön, aber das kann man auch so haben. Da muss man nicht vor Publikum wie ein Affe im Käfig im Kreis rennen. Nichtsdestotrotz ist es ein geiles Gefühl und sag niemals nie. Kann ich jetzt noch nicht sagen, also erstmal Pause machen. Trotzdem muss es dir ja irgendwas geben, offensichtlich, dass du sagst, ja, du kommst immer wieder zurück. Ja, hier biegt dir recht, ja, was ist das? Man, die Möglichkeit, sich komplett auszupowern, die kriegt man nirgendwo geboten, diese Plattform quasi richtig mal Druck abzulassen, sein ganzes Können unter Beweis zu stellen. Ja, das kann man halt auf der Straße nicht machen, da kann ich auch jeden davon abraten, das ist das Dümmste, was man machen kann. Und auch das Feigeste, ja, wer sich auspowern will und genug Kraft hat, der kommt in den Ring, macht das da, Mann unter Mann, ja. Und ja, von daher habe ich eigentlich schon nicht mehr dazu zu sagen. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Unentschieden. Wir freuen uns auf dich in der Zukunft. Herzlichen Glückwunsch nochmal und ja, sportfrei. Danke.